So, und da sind wir bei einer weiteren Folge, Fallout 4. Ja, ich habe mal kurz alle rangeholt, weil ich eigentlich mit einem Valentine nochmal wieder kurz losziehen wollte, aber keine Ahnung, wo der wieder steckt. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über das Danke. Commonwealth. Endlich kann ich wieder Ja, klar ja, denken. ja. Dabei habe ich gleich wieder von Preston eine Quest bekommen, die mache ich gleich mal. Ich soll hier irgendwie die Abernathy-Farm beschützen. Da ist irgendwas passiert. Gucken wir doch mal da rein. Was auf der Abernathy-Farm passiert ist. Aber das war doch, glaube ich, die Farm, wo die ihre Tochter da verloren haben. Wo ich mit der Piper da war, glaube ich. Das war die. Blake? Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Was für Probleme? Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Und da werde ich nicht mal. Kate hat das nicht gefallen. Ja, Kate, ich helfe allen und dir gefällt das nicht. Das ist mir egal. Wie viele Raider waren es? Zu viele für uns. Aber ich wette, für dich werden sie kein Problem sein. Scheint wirklich was zu werden. Schauen, die Melonen wachsen bestimmt auch. Naja, dann machen wir das dann gleich mal. Gucken wir mal, wo die sind. Ah, die sind an einer Stelle, wo ich noch nicht war. Sehr schön. Decke ich nochmal was Neues auf. Passt doch perfekt in die Aufnahme. Kapiere ich trotzdem nicht so richtig, dass Kate das nicht mag, wenn man anderen hilft. Kate ist da ein kleines bisschen egoistisch. Gerade wenn ich jetzt sowieso, die Siedler sind ja sowieso schon auf meiner Seite, dann ist es ja klar, dass ich denen helfe. Die stehen ja auch zu mir, wenn ich denen ihre Hilfe bräuchte, sage ich jetzt einfach mal. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ich auch nicht. Hab ich überhaupt das Inventar leer gemacht? Ich weiß gar nicht. Sieht so aus. Ekelhaft. Da drüben! Auf sie! Oh, hier los geht's! Aber bei ihr zermatschen die nicht so. Ach, Mann. Ah, jetzt finde ich wahrscheinlich immer wieder mal Donut Mix. Hab mich schon gefragt, wie ich hier irgendwie, ich sag jetzt mal dauerhaft, diese Donuts und sowas dann herstelle, weil ich ja jetzt die Baupläne und alles hab. Ach ja, deswegen. Erstmal ganz komplett übersehen. 14 Red erstmal, schön. Cool. Jo, Kleber nehme ich gern. Kate hat das gefallen und somit ist es schon wieder negiert, von daher. Ey. Aber krass, dass die halt hier auch einfach mal so in der Welt rumstromern, sag ich mal. Ach so, das war der. Das jetzt gerade. Ach, die stecken da oben drauf. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Oder? Hä? Nee, warte mal. Hä? Warte mal. Schwarmbot? So, ach so, Servomech, Schwarmbot. Ach, die haben hier wieder
bin ich angegriffen. Mikroskop, geil. Biometrischer Scanner, auch geil. Ja, ich hab sie nicht getötet, ist nicht meine Schuld. Aber das ist jetzt so eine Logik, wenn ich jetzt gerade mal so überleg. Wenn ich Unschuldige angreife, wird das Kate auch nicht gefallen, nehme ich jetzt mal ganz stark davon, oder gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Wenn ich denen aber helfe, gefällt es Kate auch nicht. Hä? Also, bisschen komisch. So, wir kommen näher. Dann schauen wir doch mal, wo die Raider sind. Keine Raider. Außerhalb da in der Richtung schießen irgendwo welche. Gucken wir uns hier oben erstmal um. Wollen wir da runter gehen? Ich weiß nicht, was die Aufregung soll. Jeder kann sich hinsetzen, was zusammenschreiben und es dann Kunst nennen. Das ist wohl wahr. Ich verstehe gewisse Kunst auch nicht. Keine Ahnung. Dieses übelste Gekritzel auf manchen Bildern und so weiter, und das wird dann Kunst genannt und für Millionen verkauft. Ja. Also ich verstehe es nicht. Da ist irgendwie einer ausgerutscht hingefallen und hat seinen Farbtopf umgeschmissen. Aus meiner Sicht. Das ist für mich einfach... Den habe ich noch entschärft. Kleines Drecksding, ey. Das habe ich diesmal nicht gesehen. Aber egal. Verdammt! Ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Atombombe, liebe Kate. Ach, den kann ich nicht mitnehmen. Der ist kaputt. Kaputt, kaputt. 22 Cronies. Überfälliges Buch. Aber warum nicht? Nachricht an Tweets. Tweets, wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutzt den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. So könnte ich mich vielleicht von hinten an die Rand schleichen. Weil die damit nicht rechnen, weil ich kann das Ding ja hier knacken. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Keine Ahnung. Verdammt. Easy. Geschafft. 22 Erfahrung. Einfach so fürs Knacken. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die... Ja. Weil die tötet die Raider. Ich habe einen einzigen getötet. Und schon ist es komplett sozusagen. Weil ich von hinten angreife. Nicht gespielt. Ich bin zu schlecht. Nein. Big Jim. Ausgezeichnet. Auch irgendeine einmalige Waffe, wie es aussieht. Ja, ja. Ihr und euer Chat. Scheiß Raider. So, das Spiel kann man ja. Hier ist es schmutzig. Wie fast du überall. Altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Schon längst vorbei. Nice. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Hallo.
Easy. Das wär's. So, was haben wir denn? Right away, das könnte ich eigentlich gleich mal verwenden. Stealth Boy. Ist was kommt right away, verwende ich mal wieder. Okay, Chat gibt's hier drinnen eine ganze Menge. Und jetzt habe ich den Schlüssel bekommen, wo ich wahrscheinlich dann da oben rauskomme. Irgendwie eine Bombe dran? Nein. Red X. So, hier werden sich aber bestimmt noch mehr Raider rumtreiben. Wer? Ich. Da ist nichts mehr. Komm, zeig dich mal, Freund. Hier verpasse ich einen schönen Headshot. Was? Nein, du darfst nicht sterben. Oh. Vor allem, nein, du darfst nicht sterben. Und du siehst erstmal, wie der Kopf erstmal komplett zerfetzt wird von einer Schusswaffe. Ich glaube, da ist jede Hilfe zu spät. Du kannst ja mal probieren, den wieder anzukleben, aber das könnte ein bisschen dauern. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Perfekt! Oh, auf bessere Preise beim Kaufen. Psycho haben sie auch hier benutzt. Salisbury Steak. Ach, diese scheiß Eisenblendung, echt jetzt da hinten. Jetzt sieht man's, wo ich mich so rumtreibe. An einem Ort wie diesem könnten wir lange durchhalten. Echt jetzt? In der Kloake willst du durchhalten? Nee, lass mal. Oh, Jo, geht's schon wieder runter. Ja. Es waren so viele Raider, wir kamen nicht mit denen klar. Wir haben nur oben drauf einen Geschützturm und sind zu dritt und kommen gegen 4 Raider nicht klar. Willst du mich einfach verarschen, ey? Echt jetzt? Das war alles? Das war fucking alles, ey. Wollt ihr mich verarschen? Was seid denn ihr für scheiß Loser? Sorry. Aber Fakt. Das waren so viele. Blutblatt. Mit. Guck mal, Schatz, ich hab einen leuchtenden Pilz. Okay, ich hab jetzt wirklich mit ein paar mehr gerechnet, oder das? So, Freunde. Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? War echt ein Kinderspiel, ihnen in den Arsch zu treten. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Raider, ich stelle niemanden ein. Versuch dein Glück auf gut Warwick. Willst du mich verarschen? Ist ja nicht so, dass ich euch gerade einfach mal den Arsch gerettet habe, mal wieder, weil ihr mit 4 Raidern nicht klarkommt. Aber ist gut. Sprich mit Resten. Können wir machen, wenn wir wieder zurückgehen von einer Quest oder so. So. Genau, stimmt. Ich erinnere mich leider nicht mal. Ich glaube, ich wollte zur Combat Zone und dann hier so ein bisschen durch. Kann ich schon mal machen. Von der Combat Zone aus in die Richtung der Quest. Einfach mal. Nuka World und sowas werde ich auch bald machen. Ich denke mal so ab Level 40 dann. Sollte ich stark genug sein dann inzwischen. Um da gut mitzuwirken.
weiß aber noch nicht, was ich zuerst mache. Nuka World oder das andere? Ich kenne das andere ja noch, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie da die Quest genau war. Ich weiß nur, dass da irgendwelche Vollidioten waren, die da den radioaktiven Nebel irgendwie anbieten oder sowas. Völlig bescheuert. Ja, ich lasse mich verstrahlen. Oh, ist das schön. Das tötet mich, aber ist mir egal. Oh, ist das schön. So, komm jetzt. Kaum landest du in der Stadt, geht's Geballer los, ne? Das ist so Hammer. Hier ist überall nur Krieg. Silver Shroud. Was ist das? Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Irgendjemand oder irgendwas spielt mit uns. Dünnhäutiger Freak! Oh. Was zum... Mehr hast du nicht drauf? Boah, Alter. Kate hat ihn einfach mal komplett weggenetzt. Nice. Schön gemacht, Kate. Oh ja, ich habe gerade Red Away eingesetzt. Dann kann ich ja gleich mal da durchlaufen. So, was hast du? Splittergranate. Und eine Spielkugel hat er eingesteckt. Aber, theoretisch, also ich weiß, dass es nicht geht. Aber theoretisch, Alter, 20 2mm Kartuschen, was? Wenn du so eine Kugel wirfst hier vom Billard, ey, und damit ihn voll an den Nischel wirfst, Alter. Das tut aber auch weh. Hier mit Residence. War ich hier schon mal jemals drin? Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würd's wegwerfen. Ja, ich bin aber nicht du, Kate. Ich glaube, ich war hier noch nie drin. War ich hier mal drin? Kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor. So vom Namen jetzt gerade her. Nach unten. Na, egal, machen wir mal, komm. Planänderung, wie immer, wenn man sich irgendwas vornimmt. So, Kate? Hey! Ja? Hier drüben. Da komme ich nicht hin. Du nicht. Tschüss. Nach oben. wo geht's? Na, ach, na. Stopp. Stopp. Ach, was ist das jetzt einfach nur so ein kleines Mini-Ding hier sozusagen? So ein kleiner Ausweg, sag ich mal, wo du einfach woanders dann rauskommst. Wie geil, okay. Interessant. Gucken wir doch mal, wo wir hier rauskommen. Ach, ja, ich hab's ja wieder vergessen, die Ladezeiten in der Stadt. Ich habe auch übrigens mal, ich bin mal so ein bisschen die Playlist durchgegangen, die man so online findet, auf YouTube und sowas halt. Und ich habe diesen einen Soundtrack einfach nicht gefunden. Der da in dieser Ripcode-Zentrale gespielt hat. Ich habe mich da nochmal durch verschiedene Playlists so ein bisschen durchgehört und ich habe den nirgendwo gefunden. Also der scheint nicht zur offiziellen Playlist irgendwie von Fallout zu gehören oder so. Eigentlich mache ich jetzt keinen Bumsenwitz. Na komm, gucken wir uns mal das MTR da an. Was das ist.
Natürlich kann er. Mars Bay Medical Center. Alter, ein riesen Ding hoch. Oben. Genau das liebe ich an diesem Schluss mit dem Spielchen. Hast du das gesehen? Gut. Dachte schon, ich spinne. Endlich geht's mal zur Sache. Jawohl. Die halten aber auch immer aus, ey. Los, Kate. Jawohl. Was zum Teufel? Hack dich, du Bastard. Jawohl. Ah ja, versteck dich mal hinterm Bus. Da oben ist auch noch irgendwo einer. Komm schon. War das etwas? Irgendwas verfolgt uns. Du bist tot. Netter Versuch, Arschloch. Was ist denn der für eine Waffe? So eine Art Laser-Shotgun oder sowas. Bringt dir nur auf die Entfernung überhaupt nicht, mein Freund. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Völlig bescheuert. Ja, leider geht auch meine Framerate immer ein bisschen nach unten. Wenn ich in der Stadt rumdümpel, aber. Muss jetzt mal sein. Müssen wir durch. Guck mal, hier vorne war da auch noch irgendwo jemand. Ja. Na, den Stimpack wollte er ja gerade verwenden, in dem Moment hab ich ihn aber schon abgeknallt. Hihi. Mein Stimpack. Ist schon wieder 24 2mm Kartuschen. Dann habe ich vielleicht Glück und finde bald mal so eine Waffe. Das wäre natürlich geil. Hier oben irgendwie. Nö. Eher auf euch, meine Freunde. Was ist das? Wo kommt der denn her? Der ist schon halb angeschlagen hier. Das wäre ein guter Kampf. Ich jag dir eine Kugel durch den Kopf, Mutant. Ich reiß dir den Arsch auf. Greift er mich einfach mal mit dem Superhammer an. Der hat doch viel ausgehalten, also. Krass. Hätte jetzt wirklich gedacht, so 2-3 Schüsse, nö, ist er weg mit der HP, die er noch hat. Du gehst mir echt auf den Sack. Ja, mach ich gerne. Der scheiß Söldner geht mir auch auf den Sack. Was ist denn das wieder für ein riesen Ding, ja, ey? Weiter feuern! Du schießt noch nicht mal! Dumme Ömme! Was sind die überhaupt? Ich soll auf meiner Höhe jetzt sein, aber. Oh. Hä? Echt jetzt? Ist die da oben drauf? Ja, dann schalt mich mal bitte aus. Ich bin hier. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Du bist echt am Arsch, weißt du das? Ja, das ist Kate. Keine Ahnung, ich gehe mal hier rein. Also haben wir es hier drin mit Gunnern zu tun. Könnte trotzdem übel werden. Gunner sind trotzdem nicht schlecht. Nicht schlecht, die. Wieder ein Donut Mix. Jetzt finde ich die scheinbar immer wieder mal. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Scanner deckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Oh Gott. Die haben einen Aggressotron. Ohohoho. Das wird interessant. Feindlicher Kämpfer. Zeigen Sie sich.
Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Den Code kann ich nicht knacken. Shit. Ich glaube, den hätte ich jetzt tatsächlich mal als Hilfe genommen. Weise Sensoren zusätzliche Ressourcen zu. Feind wird entdeckt und eliminiert. Feind ist aus der Gefechtszone geflohen. Kampfbereitschaft aufgehoben. Oh shit, wie mache ich das? Ich glaube, den muss ich komplett durchroden, ey. Okay, ich speichere mal hier mal. Okay, der ist weg. Zeigen Sie sich. Und ich singe über das Radio drüber. Das Radio ist ja wieder aus und trotzdem hört man ja irgendwie Musik. Wo man wahrscheinlich wieder mal einen Strike kriegen würde, wenn man jetzt nicht hier mal so schön drüber singt. La 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 und la la boobie boo. Ich hab einen großen Riesenschuh. Kampfroboter der Aggressor-Turm-Klasse an unbekannten Eindringlingen. Zeigen Sie sich unverzüglich. Teddy gerettet. Scanner. Ja, was anderes können die scheiß Roboter auch nicht. Scannen und Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und so weiter. Feind in der Zone. Alarmstufe Bravo. Lalalala, und ich sing hier mal wieder, weil ich nicht weiß, wo dieses verdammte Radio steht. Denn ich bin blind und Gebiet auch noch dumm. Ich studiere immer noch nicht ein bisschen. Das ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Wo komme ich da hin? Achso, ja, hier vorne. Okay. Ey, wenn der jetzt hier gleich irgendwo um der Ecke kommt, der Wichser. Wo ist der? Was? Was? Corporal! So, jetzt haben sie mich, aber egal. Gleich mal. Kontakt verloren. Oh! Oh, was hat denn der für eine Waffe? Tötet sie alle! Der hat gerade. Ich hoffe jetzt einfach mal. Oh, okay, der ging schneller down als gedacht. Was hat der für eine Waffe? Was ist das für eine? Ich will den Kopf dieser Mistsau. Boah, ich mit deinen scheiß Granaten, du Wichser. Was ist denn der für eine komische Waffe, ey? Boah. Plasma-Pistole. Ich hatte jetzt schon wieder mit so einer Dingswaffe gerechnet. Wie ist hier die diese Strahlungsschaden macht, aber oder der wohl nicht. Ich rufe mal mit. Uiuiui.
krasser dran. Also, vor denen habe ich noch ganz schön Respekt, ey. Mehr als vor einer Todeskralle. Dann machen wir das jetzt wieder so ein. Okay. Was auch immer das gerade war. Achso, ich hab schon wieder ganz vergessen. Wo ist denn dieses verkackte Radio? Und warum ist das an? Radio-Sound ist doch bei mir nach unten. Radio, wo bist du? Ich sing hier nochmal drüber. Bla 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 bla. So halt einmal. Ey, das verstehe ich aber trotzdem nicht, warum das Radio trotzdem läuft in dem Sinne, obwohl ich den Sound ausgemacht habe. Okay, 2mm Kartuschen finde ich jetzt richtig viel. Krass. Die Pilze wachsen auch überall, ey. Wie schön. Ach, siehst du mal, die haben sogar einen Minuteman gekillt. Die Säcke. Also einfach noch verdient. Genau, setz dich erstmal, Kate. Ich loot hier in der Zeit alles aus. Ja, warte mal. Ach hier. Loot ihn erstmal. Und dann ins Terminal. Ich denke mal, das Terminal ist auch nur, um das Terminal unten zu öffnen. 8 Raketen. Warum nicht? Das Terminal immer noch. Lens, ein Treffer. Sein. Bleibt nur Treffer. Also, das ist nicht das L. Kann es nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Kann es nicht sein. Eintreffers. Höchstwahrscheinlich das A. Muss es aber nicht sein. Könnte aber auch das S sein. Meine Plans und Climbs sind hier komplett verschieden genug. Ne, okay, es ist nicht das S, also höchstwahrscheinlich das A. Seals kann es dann nicht sein. Haben wir hier noch irgendwas? Place kann es nicht sein. Trees. Leaf, warte mal. Plans. Climb. Würde passen. Shady. Crap. Cool. Jupp. Easy, easy. Wie sie sich hier wieder hinsetzt. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sag. Was? Hey! Was gibt's? Hör auf, mich hinzuhalten. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Oh. Worum geht's, Kate? Es geht um alles. Uns verbindet eine Freundschaft und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich bin krank und kann das nicht länger vor dir verstecken. Okay, beruhige dich und atme tief durch. Wenn du krank bist, helfe ich dir. Okay. Okay, es geht um Folgendes. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich halte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß aus. Und ich habe die Schnauze voll. Ich habe sogar hinter deinem Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere.
Sag mir, wie wir dich wieder clean kriegen. Tja, vielleicht gibt es einen Weg. Aber der ist nicht einfach. Dort draußen soll es irgendwo ein Vault geben. Genauer gesagt Vault 95. Voltec soll ihn für eine Art soziales Experiment benutzt haben. Dort wurden ein paar Junkies als Versuchskaninchen eingesperrt. Sie hatten angeblich eine spezielle Methode, um die Leute dort drin clean zu bekommen. Eine Art Maschine oder sowas. Wenn wir dort reinkämen, könnte mir diese Maschine vielleicht helfen. Weißt du, wo wir Vault 95 finden? Nein, leider nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwo im südwestlichen Teil des Commonwealth liegen soll. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95, sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Hilfe unter Freunden. Ich glaube, das werde ich dann gleich mal im Anschluss machen. So, haben wir hier noch irgendwas? Steht noch irgendwo ein Geschützturm? Im Aufzug drinne. Hast auch irgendwas explodiert. Oh, lecker. Nein! Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Oh, und ich dachte, du wolltest kuscheln. Nee. Was hast denn du schon wieder alles eingesteckt, Mann? Diese Frau, ey. So, jetzt kannst du Waffen einstecken. Jetzt ist es mir egal. Jawoll. Nuka-Cola, her damit. Ich freue mich über eine Nuka-Cola mehr als über irgendeine Waffe oder sowas. Und das in so einem Spiel. Manchmal will man einfach gar nicht wissen, was da drin ist. Es schmeckt gut und man sollte vielleicht auch gar nicht wissen, was drin ist. Ist, glaube ich, besser. Hier noch irgendwo Minen. Direkt dran. Keine Minen. Okay. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Ja, ich baue mein eigenes Museum auf. Da kann man auch noch was knacken. Wie schön. Ekelhaft. Addictol? Kannst du nicht einfach Addictol verwenden? Alter, ist hier drin einfach mal ein Addictol. Wie geil. Oder mal Slocum. Jetzt finde ich tatsächlich scheinbar die Sachen. Hä? Was habe ich denn jetzt? Ich habe doch gerade irgendwas von Slocum Chose gefunden. Jetzt muss ich mal hier durchscrollen. Ich bin mir sicher, ich hatte auch vorhin so irgendwas gefunden, aber ich weiß nicht mehr was. Nö. Bei dem Schrott vielleicht? Ah ja, das zählt. Oh. Das zählt unter Schrott mit. Okay. Boah, ich würde jetzt aber auch gerne eigentlich mal so einen schönen Kaffee trinken. Auch wenn ich eigentlich nicht kann, aber ich will ihn trinken. Ein schöner Kaffee. Kaffee ist auch gut gegen Husten. Ja, ja. Ich weiß, was ihr wieder für Experimente mit irgendwelchen Menschen gemacht haben. Die dummen Säcke. Das schon wieder sieht hier. Tür entsperren, Experte. Hier war schon. Okay. Den können wir auch noch knacken. Oh, ich mache erstmal die Tür.
Nice. Ja. Oh, was? Was haben die denn hier getrieben, ey? Die haben ja einfach alle verbrannt. Und dann eingesperrt. Boah, was für Wichser, ey. Oder mit dem Sturmfeuerzeug hier irgendwie das Sturmfeuerzeug hier reingeschmissen, eine Türklett zugemacht. Mist. Haben wir irgendwie zu viel. Ah, wir müssen eh gleich zurück. Haben wir auch wieder richtig viel Zeug gefunden. Aber knacken wir das Ding mal noch. Rose. Also kann es Rose schon mal nicht sein. Hier. Auch null Treffer. Das kann's nicht sein, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Nee. Kann's nicht sein, kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Lasch könnte es sein? Nee, auch nicht, okay. Ja. Alter, alles null Treffer? Was ist denn jetzt los? Sein. Aua. Ne, kann's auch nicht sein. Kann's nicht sein, kann's nicht sein. Tja, wird oder teuer? Die beiden bleiben jetzt noch so ein bisschen übrig. Geh durch. Ich bin super behindert, ich hab ihn geknackt. Aktivierung Protektron zu Diensten. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Alter! Wenn du verletzt bist und der erstmal mit dir quatscht, dann stirbst du schon an deiner Verletzung, bis der fertig ist. Die Dinger sind einfach so nutzlos, ey. Komm, hier. Gib ihm. Was für ein Spaziergang! Wie sind die Dinger wirklich? Okay. Okay, wo liegt ein Vault 95, wo wir hin müssen? Zeig mal her. Oh Gott. Okay, der ist ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Das könnte ein bisschen dauern. Vault 81, warte mal. Doch. Also ich würde Kate natürlich gerne clean kriegen, aber boah. Der ist ganz schön weit im Süden. Ich glaube, das wird dann wohl doch noch ein paar Folgen dauern, bis ich da hingehe. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier mal. Oh, bin bei der falschen Tür raus. Macht nix. Winter sagt nein! Nein! Scheiße! Verdammt! Nicht schon wieder! Nein, ich bin überlebt. Jetzt kommen hier noch Gegner. Mann, ich wollte gerade die Folge beenden. Was hier wieder mit Glas und so weg. Hier einmal, hier einmal. Der Reclaimer-Dreier. Glaskrug. Schraubenschlüssel, alles, was jetzt hier irgendwie nur ein bisschen Glas und so bringt und relativ viel wiegt. Blöd, wie es jetzt ist, aber. Jo.
Oh, 5 wiegt er. Kann ich nochmal eine Milchflasche mitnehmen? Alter! Nein! Nein! Scheiße! Den will ich mitnehmen, ist mir scheißegal. Den will ich noch mitnehmen. Das war noch eine Rüttgerfleisch. Küchenwaage nehme ich mal noch mit. Spüllappen. Ja, das Paket wollte ich eigentlich mitnehmen. Okay, lass mal so. Was zum. Ach, das ist die alte, die hier oben irgendwie wieder irgendwo reingebackt ist oder so. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die ist locker irgendwie in eine Wand reingebackt oder so. Gehen wir mal weg von hier. Damit wir reißen können. So. Dann jetzt aber wirklich, ich mach das Auspacken und so wieder in der Pause. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.